Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Sophos XG SNMP aktivieren könnt. Zunächst melden wir uns einmal an. Perfekt. Das ist die Übersicht. In meinem Fall habe ich Version 18.01 MR1 Bild 396 drauf. Wir gehen in dem Fall auf Verwaltung. Und ihr seht hier oben schon SNMP. Da gehen wir schon mal kurz drauf. Und hier gibt es verschiedene Angaben. Wichtig ist es natürlich, ihr müsst ihr SNMP Agent erstmal aktivieren. Dann könnt ihr hier zum Beispiel reinschreiben, keine Ahnung, Sophos. Standort könnt ihr reinschreiben, Home, Kontaktperson, euch selbst einfach. Genau, dann gibt es natürlich beide Ports. UDP 161 ist die normale SNMP-Abfrage und 162 ist der SNMP Trap Port. Gehen einfach auf Übernehmen. Ja, wer möchte es wirklich übernehmen? Dann haben wir das fertig. Dann sieht man hier schon, es gibt SNMP V3 und SNMP V1 V2. Ich mache intern, wenn die Geräte nicht per VPN oder übers Internet abgefragt werden, immer V1 und V2. Das heißt, ihr geht einfach auf Hinzufügen, sagt dann, ihr möchtet erstmal nur das haben, weil Trap nutze ich in dem Fall nicht. Dann die IP-Adresse, das wäre die IP-Adresse von dem Gerät, was die SNMP-Abfragen abfragt. Das heißt, in meinem Fall wäre es die .11, weil da läuft auch mein PDG-Server drauf. Und als Namen schreibt ihr Public rein. Der steuert über die Community-Gruppe Public dann die Sophos an. Gehen wir einfach auf Speichern. So, dann zeige ich euch nochmal kurz die V3-Variante. Hier kann man nämlich auch auf Hinzufügen gehen. Und hier könnt ihr nämlich dann Anmeldedaten angeben. Das zeige ich euch jetzt auch. Das heißt, wir gehen einmal auf Anfragen akzeptieren, Benutzername. Macht ihr einfach irgendwas rein, das ist an sich egal, ihr müsst euch ja nur merken. Und dann seht ihr, was ihr auswählen müsst. Also in meinem Fall muss ich zwingend diese Sachen auswählen, weil nur AES und MD5 bzw. DES funktioniert unter PDG. SH256 und 512 funktionieren leider nicht. Genau, genau auf Speichern. Das habe ich einfach zweimal miteinander 1 bis 9 eingegeben, ist an sich egal. Und dann habt ihr diese Daten noch. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!